Klar. Jetzt müssen wir natürlich hier wieder was zusammenbrauen, was dann nicht in den Kessel geht. Ein noch. Umdrehen. Blau, 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 blau. Na. Erhitzen. Wenn das nicht so oft wäre, dann wäre das ja auch gar nicht so verkehrt gemacht hier. Aber es nervt einfach, Rizinusöl, dass man das ständig machen muss. Es nicht so schlecht, wie es schmeckt. So. Ja, das Spiel besteht nur aus Kämpfen, Zaubertrank machen und fliegen. Ist das nochmal dasselbe? Tatsächlich. Aber ungeschult. Guck mal, warum steht da nicht direkt zweimal das Zeug? Spulenwurzelextrakt. Heiß, 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 heiß. Zack, rein damit. Sie leisten sehr gute Arbeit, mein Junge. Oh, langsam mal den Dreh raus. Was denn des Wortes? Gleich haben wir es auch hinter uns. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Wo war denn jetzt das Problem? Und ganz. Wo macht er nichts? Heiß. Ach, der Controller verliert die Verbindung. Weil ich ihn zu niedrig halte. Ja, da haben wir sogar Punkte für bekommen. Was auch immer das bringen soll. Zeitbonus 17. Yay. So, mein Junge. Ein kleines Tonikum für Ihre Nerven. Was ist passiert? Liebestrank. Ich fühle mich schlecht. Trinken Sie das. Hätten Sie auch gern ein Schlückchen, Harry? Ron? Ron! Professor, helfen Sie ihm! Was? Wie bitte? Vergiftet? Er wurde vergiftet? Ein Besoir, brillante Idee! Sie haben soeben Wendys Leben gerettet. Ja. Und wieder schön einmal um Schloss drumherum. Hermine? Oh. Natürlich müssen wir jetzt wieder fliegen. Ich bin deine Freundin. Ja, hast du Hermine gesehen? Ups. Schade, dass du keinen Trank brauen kannst, der Ron mit Lavender hilft. Ein Glück, dass dir gestern die Idee mit dem Besoir gekommen ist, Harry. Ein Glück, dass einer im Raum war. Komm, bald fängt das Spiel gegen Hufflepuff an. Bis gleich am Quidditch-Feld. Und dann wieder erstmal hinlaufen, um dann wieder Quidditch zu spielen. Ja, ja. Ich speichere mal wieder. Hermine? Was macht sie überhaupt hier, Juan? Ich bin deine Freundin. Ja, hast du Hermine gesehen? Ups, schade, dass du keinen Trank brauen kannst, der Ron mit Lavender hilft. Ein Glück, dass dir gestern die Idee mit dem Besoir gekommen ist, Harry. Ein Glück, dass einer im Raum war. Komm, bald fängt das Spiel gegen Hufflepuff an. Bis gleich am Quidditch-Feld. Moment. Ist Ginny jetzt gerade zu einer Hufflepuff mutiert? Das war doch ganz klar Ginny und dann ist halt dieses Skin geändert. Nee. Hä? Wie ein bisschen blöd, dass man gespeichert hat, dass man dann wieder hier rauskommt. Zu, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Dass wir nicht, da irgendwie gegen einer da. Wie einen Stunk machen.
Ich habe gerade mit der Bank das Wappen da rausgerissen. Eigentlich wollte ich auf die, wenn er jetzt mal gehen würde, auf die Bank drauf gehen. Aber das macht er sowieso gar nicht. Und dann das einfach so runterreißen. Also ich hatte irgendwie so den Gedanke. Ich hatte einfach... Ich wollte eigentlich ganz anderes sagen und habe jetzt einfach hier so ein bisschen rumgezaubert. Und probiert und dann auf einmal hat die Bank das Wappen ab. Also ich dachte, ich muss da mit Artkio oder so das Ganze machen. Hallo? Alles gut bei dir? Was ist denn hier los, ey? Also jetzt bin ich irgendwie raus. Also das, hat mich jetzt immens irritiert alles. Was war denn das gewesen? Warum ist der Typ da auf einmal so gesprungen? Ach, guck mal, wir können hier. Jetzt sind die. Oh, da ist auch ein Wappen rausgekommen. So, das müssen wir reparieren. Ah, mir ist übrigens beim Schnitt was aufgefallen. Das können wir jetzt mal eben machen. Und zwar in der Eulerei. Moment, jetzt, haben wir ja hier die Bombe. So, wir können jetzt erstmal das hier wegzaubern. Dann kommen wir da ja erstmal nicht dran. Aber was mit der Bank funktioniert, könnte auch mit der Bombe passieren. Versuchen wir einfach mal. Okay, hätten das gar nicht wegzaubern müssen. Aber tatsächlich kommen wir an die Dinger dran. Wir kommen an die Dinger dran. Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Tja. Das ermöglicht jetzt eine Menge mehr Wappen zu bekommen. Tatsächlich. Da müssen wir die ganze Sache ja nochmal völlig anders angehen. Ich habe gedacht, ich muss sie mit Akio holen. Aber nein, müssen wir gar nicht. Okay, ja, da müssen wir jetzt mal die Augen offen halten. Da waren ja einige solche Wappen an den Wänden, wo wir dran vorbeigekommen sind. Bestimmt hat das jetzt auch einer schon in den Kommentaren geschrieben. Heute, wo ich das hier aufnehme, ist nämlich der erste Part von dem Let's Play auch online gegangen. Ich nehme halt immer vorher auf, ne? So, hier ist eine Stinkbombe. Ist dein Wappen da? Irgendwo da oben, genau. Jo. Es ist einfach eine zeitliche Sache. Ich hab halt einen Fulltime-Job, drei Kinder, ein Haus, alles, was Zeit frisst. Man kann halt immer nur abends aufnehmen, man kann da nicht einfach jetzt jeden Tag. Wie kriege ich das denn nach oben? Einfach dann jeden Tag den Part aufnehmen, der auch kommt. Also das spricht ja... Was ist denn das hier? Wäre ja... Ich das so... Warte mal. Irgendwie muss ich das doch höher kriegen. Dann geht das nur zur Seite. Seite, vorne... Hähnchen. Es muss doch irgendwie nach oben gehen. Da ist ja noch Feuerwerk, sehe ich gerade. Hä? Jetzt habe ich tatsächlich hier... Okay. Wir mussten das nicht einmal... so wirklich treffen, sondern nur ungefähr. Aber es wäre trotzdem irgendwie cooler, wenn man das auch ein bisschen nach oben unten steuern könnte. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, heute kommt der erste Part online. Also ist online gegangen. Und wahrscheinlich hat ihr in den Kommentaren schon geschrieben, ey, du musst die Dinger da mit der Bank kaputt machen oder so. Weil es ist jetzt hier, ja, Part 12 müsste das ja jetzt hier sein. Sprich, ich hatte jetzt 11 Parts Zeit, mir das zu erklären.
Und wenn es keiner erklärt hat, dann auch nicht schlimm. Ich habe sie jetzt rausgefunden. Aber es ist halt auch wirklich. Also, es ist, momentan gucken ja tatsächlich zwei, drei Leute, glaube ich, sich die Videos auch wirklich. Also, das ist immer schwer zu sagen, weil es schreibt ja kaum einer was in den Kommentaren. Deswegen weiß ich immer nie, ob das jetzt wirklich dann da auch wiederkehrende sind. Du kannst immer also irgendwie anzeigen, auch wiederkehrende und neue Zuschauer. Aber das steht ja nicht ganz klar. Also, mir ist jetzt zumindest nicht ganz klar, was da so steht. Deswegen. Vermutungen. Aber so ein bisschen von den Kommentaren her kann man das ja, kann ich ja schon ein wenig rückschließen. Dass es zumindest ein paar Leute gibt, die dann auch morgen recht aktuell auch zugucken. So, hier war doch auch irgendwo, und der hängt ja auch was an der Wand. Hat der nicht eine Bombe oder irgendwie sowas? Die ich mal. Also ich nehme Stein. Schild. Was ist denn das Schild? Da, Wappen. Tja, das ist aber nicht das, was ich hier holen wollte. Weil das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Mit der Bank. Ich wollte was anderes holen. Und zwar ist mir beim Schnitt aufgefallen, dass hier das Wappen doch bestimmt rauskriegen kann. Zwar nicht so, weil passt hier nicht durch. Aber jetzt ist es kaputt und dann kriege ich die Einzelteile hier durch. Weil ich hatte ja diesen Hebel, wo Kevin und Goyle uns da in die Falle gelockt haben, auch so durch die Tür bekommen. Und dann hatte ich halt das, den Part geschnitten, wo ich hier in der Eulerei war. Da habe ich gedacht, Moment, das klappt doch bestimmt auch so. Und da waren auch noch ein paar andere Gitter, wo das auch war. Ich glaube, am Gelände kommen wir gleich auch noch zu einem. Wo wir dann auch da dran kommen. Tatsächlich hat mir gar nicht was gefehlt. Sogar bei beiden, also bei der Wand und bei den mit Hintergittern nicht. Da habe ich ja gedacht, mir würde alle Humora fehlen. Aber nein. Das ist anscheinend gar nicht Akio und Talomora gewollt. Sondern dass man halt, ja, einmal da irgendwo gegen die Wand klatscht. Und dann halt die Wappen kaputt macht, um sie durch die Gitter zu bekommen in Bruchteilen. So scheint das gedacht zu sein. Ja, seht ihr mal. Haben wir da auch wieder was gelernt. Rausgefunden. Aber ich habe immer noch nicht geschnallt, was die Wappen überhaupt bringen. Wir könnten aber eigentlich mal... Zauberliste, Abzeichen. Guck mal, da ist was. Abzeichen, Duell. Das sind die Quidditch. Ne, das sind nur die für die Sachen. Und man sieht ja auch, ne, tatsächlich, es gibt nur Duell, Zaubertränke und Quidditch. Also, das Gameplay hat nicht mehr Abwechslung. Es sind nur diese drei verschiedenen Varianten, die man zu tun hat. Und, ansonsten rennt man einfach nur zwischen denen hin und her. Hm. Also, das ist nur die Zauberliste. Da unten sehen wir auch, 12 von 25 aus kleinen haben wir gemacht. Also wir können 25 aus den kleinen, aus den Sammeln machen und 3489 davon haben wir gesammelt von den kleinen. Und 125 müssen wir so finden. Hm, okay, das ist schon mal interessant. Aber wir sehen immer noch nicht, was uns die Geschichte eigentlich... Achso, du bist doch nicht der Tadarus, oder? Führe dein Team zum Sieg. Wollte ich gar nicht rufen. Aber egal. Das ist aber da. Ja, was das bringt. Da steht immer irgendwie von wegen... Steht immer was dabei, wenn du eine gewisse Anzahl erreicht hast. Aber de facto irgendwie was... Möchtest du nicht anhalten und diesen Schatten holen? Davon gesehen, gefunden haben wir nicht. Wingardium Leviosa! Erstmal die kleinen Wappen hier einsammeln. Ja. Der. Der will nicht so ganz. Moin. Ja, er fliegt da. Zwar gut durch die Gegend. Jetzt haben wir's. Mein Wappen, geh weg.
56. Hammer. Also wir haben halt nicht so wie beim fünften Teil irgendwie den Raum der Belohnungen, wo man dann sehen kann, okay, man hat das und das erreicht. Weil ich meine, da hat man ja nichts bekommen, man hat ja einfach nur Sachen gesehen. Wie diese, ja, die Behind-the-Scenes-Sachen oder dann irgendwie diese Portale, die so ein bisschen rumgewitzelt haben. So, ich will aber einmal kurz in die falsche Taste, hier muss man laufen. Wo war denn das Laufen? Okay, ich glaube, der läuft einfach nur bei der Treppe, nicht? Ja, dann war das Laufen. Warte, war da was? Nein, da war nichts. Hier ist auch noch Feuerwerk. Das ist auch alles neu gespawnt. Ah, nicht Mist. Das war ja... Das hier ist nicht neu gespawnt. Das war da, tatsächlich. Aber das war ja das, wo das kaputt war und ich dann dahinter gegangen bin. So, da hängt schon was an der Wand. Was ist denn eigentlich hier? Okay, da kommen wir gar nicht hin. Ah. Da sind Stinkbomben. Was soll das denn? Na. So war das aber nicht gedacht, Harry. Ja, leicht daneben ist auch vorbei, ne? Willst du mich verarschen, Junge? Was machst du da? Erst rechts, dann links. Muss ich ja vielleicht doch erst wegmachen? Incendio! Und gemacht, doch weg hier. Oh, sieh mal, da sind noch ein paar Wappen. Ach, wenn der Idiot mal nicht die ganze Zeit das gegen die Wand schleudern würde. Okay, das mussten wir tatsächlich. Aber es ist auch nicht nachgewachsen, ne? Da leuchtet auch irgendwas. Da hinten ist ein Wappen. Ah, das liegt einfach so hier. 58. So, hier, das meinte ich, ne? Mit dem Gitter. Da. Zack. Einmal hier raus. Ja, easy. Hätte ich auch so drauf kommen können, also früher drauf kommen können. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir, glaube ich, etwas Kaputtes durch die Gefahr. So, eben freigeschaltet, zwei Spieler Duell. Ja, gut, zwei Spieler spielen es halt alleine, ne? Sie haben Trophäen. 8 Wappensammler. Aber ich habe. Wappensammler 8, eher gesagt. Oder schon mehr als 8 Wappen. So, jetzt müssen wir noch hier die Stinkbombe. So, wie konnte ich den jetzt da, Zauberstab wegstecken? Also, ich muss das gedrückt halten. Dann stecke ich das weg. Dann kann ich damit auch durch die Gegend laufen. Aber der ist auch ein Stein. Das ist also anscheinend gar nicht unbedingt so jetzt gedacht gewesen. Aber, jetzt haben wir's. Ja, haben wir 60. So, gehen wir doch noch die Wappen darunter. Zack, zack, haben wir direkt einige Wappen mehr. Ist ja auch okay. Dann machen wir mal unser Lieblingssport. Durch Sterne fliegen. Yay. Oh Mensch, da ist auch noch was. Beinahe nicht gesehen. Incendio! Das ist leider mit den Zaubern. Gerade hier dieser Incendio. Ich mache die ganze Zeit rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Aber man will er das einfach nicht checken. Okay, ja, wieder einen Schluck trinken. Wie ich hörte, liegt Weasley im Krankenflügel. Ja, er wurde... Dann brauchst du neuen Hüter.
Und da ich der Beste bei den Testspielen war, sehen wir uns gleich auf dem Feld. Ron war der Beste bei den Testspielen. Einfach für selbstverständlich. Jetzt haben wir dich am Hals.